Ja, hallo, es geht auch schon weiter mit dem nächsten Screencast zum Thema Inkscape. Für all diejenigen, denen ein so wässriges Orangeneis nicht so schmeckt, wie mir zum Beispiel, ich gebe auch lieber einem Schokoladeneis den Vorrang. Hier diesmal, wie zeichnen wir ein Schokoladeneis? Vorher dazu gesagt, einige Dinge unterscheiden sich überhaupt nicht zum Orangeneis-Tutorial, zum Beispiel, wie man hier unten diesen Holzstab zeichnen. Das unterscheidet sich dann nachher nur in der Form. Und insgesamt unterscheidet sich dieses Tutorial wirklich fast ausschließlich in der Form des Eises und in den verwendeten Farben. Ansonsten sind die Schritte fast exakt die gleichen. Mal noch als Anmerkung dazu, ich werde hier in dem Tutorial zum Beispiel nicht alle Nüsse für dieses Eis zeichnen, weil das diesen Screencast sonst unnötig in die Länge ziehen würde. Ich habe mir hier schon was vorbereitet. Ich hoffe, das funktioniert nachher auch im Anschluss. Und wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, es ist exakt der gleiche Eintrag wie zum Orangeneis hier bei mir im Blog. Und dort findet man natürlich auch die Farbpalette und einen Link zum Bild. Und dann fangen wir auch schon an. Ich lösche mir hier einfach mal das, was ich nicht mehr brauche und versetze mir die Farbpalette. Und dann fangen wir genauso an wie beim Orangeneis-Tutorial und zeichnen uns als erstes ein Rechteck. Auch dem runden wir jetzt einfach die Ecken ab. Hier der erste Unterschied. Wir runden die Ecken nicht ganz so stark ab wie beim Orangeneis. Also hier soll wirklich oben noch eine gerade Linie sein. Dann zeichnen wir uns ein weiteres Rechteck. Ich färbe das jetzt mal um, dass man das sieht. Und dann selektieren wir mit der Shift-Taste das zuerst gezeichnete Rechteck. Und über Steuerung und Minus oder über Pfaddifferenz schneidet man das dementsprechend ab. Das Eis ist mir ein bisschen zu kurz von der Form. Ich strecke das hier einfach ein bisschen in die Länge. Das war zu viel. Ja, so passt mir das. Damit haben wir im Prinzip her schon mal die Grundform des Eises gezeichnet. Jetzt schneiden wir uns das Stück ausgebissenes heraus. Dazu zeichne ich mir hier erstmal ein Oval und das platziere ich hier so. Ein bisschen breiter kann es schon sein. Dreht es ein klein wenig. Macht dafür ein Duplikat, spiegelt das einmal horizontal und setzt das hier hin. Dann zeichne ich mir noch, indem ich die Ctrl-Taste gedrückt halte, entsprechende Kreise. Und den duplizieren wir gleich den Kreis. Die sind mir eigentlich zu groß. Das ist gerade ein kleines bisschen kleiner. So ungefähr passt das. Dann zeichne ich noch hier so einen Kreis, nur um das zu schließen. So. Dann selektiere ich alle zuletzt gezeichneten Objekte, indem ich die Shift-Taste mitgedrückt habe. Über Steuerung Plus oder über Pfadvereinigung vereinige ich den Pfad. Und dann selektiere ich die Eisgrundform und hier Steuerung und Minus oder über Pfaddifferenz schneide ich das so aus. Man sieht es hier, ist die ausgebissene Ecke entstanden. Ich gebe dem jetzt erstmal gleich die richtige Farbe. Das ist hier oben diese Farbe. So sieht es aus. Dann male ich auch hier gleich weiter und zwar
das Stück Eis, was hier rausguckt, dann noch. Dem gebe ich gleich erstmal hier die richtige Farbe. Das ist diese Farbe hier. Und nehme dem die Konturlinie. Na komm. Oh. Grausam. So. Setze es mit der Endetaste ganz nach hinten. Und jetzt können wir hier gucken. Dann selektiere ich einfach hier diese äußeren Punkte und runde die ab. Und das ist mir ein bisschen zu steil. Und dann versetze ich den hier so ein bisschen so. Und so. Jawohl. So sieht das Ganze aus. Das ist mir hier vielleicht auch noch so ein bisschen zu steil. Das gleiche machen wir am unteren Ende des Eises. Hier zeichnen wir uns auch ein Objekt. Auch dem geben wir gleich die passende Farbe. Das ist hier das. Gottverdammt. Das ist diesmal das dunklere Schwarz, Braun. Auch dem nehmen wir die Konturlinie, setzen es mit der Bildabtaste um eine nach hinten. Auch hier runden wir jetzt die Ecken ab. Das ist mehr mal zu viel. Und das hier setzen wir vielleicht ein kleines bisschen nach außen. Nach unten. So. Hin. Okay. Dann müssen wir bei beiden Sachen nochmal Feinarbeit leisten. Machen gleich unten weiter. Zeichnen uns dann einfach nochmal so ein Objekt, was etwas kleiner werden sollte. Auch das färben wir dementsprechend, diesmal wieder mit dem helleren. Und auch dem nehmen wir die Konturfarbe. Setzen das mit der Bildabtaste in der Ebenenreihenfolge 1 herab. Gehen etwas näher ran, dass wir das gut erkennen. Und dann geben wir dem Ganzen einfach eine Unschärfe. Und das andere setze ich hier in dem Fall mal ein kleines Stück hoch. Jawohl. Oben weiter. Hier oben machen wir ungefähr fast das gleiche. Und zwar zeichnen wir uns hier nochmal grob das Ausgebissene nach. Auch dem gehen wir gleich wieder die passende Farbe.
Nehmen dem die Farbe der Konturlinie, setzen das mit der Bildtaste um 1 nach unten und auch dem geben wir jetzt im Anschluss eine Unschärfe. So. Dann malen wir uns noch hier vielleicht so ein Objekt und hier so ein Objekt. Hallo. So. Auch dem geben wir wieder die passende Farbe und löschen die Konturlinienfarbe. Und auch dem geben wir entsprechende Unschärfe. Und damit wäre das Eis vom Prinzip her schon mal fertig. Hier unten brauchen wir noch was. Und zwar selektieren wir uns das zuerst, die zuerst gezeichnete Form. Und dann setzen wir hier unten einfach, indem wir auf die Linie klicken, in unregelmäßigen Abständen halt noch zusätzliche Knotenpunkte. Und die versetzen wir uns ein klein wenig. Und wenn wir das getan haben, selektieren wir alle neuen und runden auch diese einfach ab. Das ist mir vielleicht zu viel. Ja. Damit wäre die Grundform unseres Eises eigentlich gezeichnet. Was jetzt kommt, sind die Nüsse. Dazu male ich mir zuerst mal hier so einen kleinen Kreis. Der muss nicht ganz rund sein. Und dann dupliziere ich den ein paar Mal und mache da so eine unregelmäßige Gruppe draus. Die tue ich vereinigen, mit Steuerung, indem ich alles markiere und Steuerung Plus oder über Pfadvereinigung. Und dann ziehe ich die so klein, das ist immer noch da, und dann dupliziere ich sie wieder. Teilweise tue ich sie auch spiegeln, drehen, je nachdem. Das mache ich so lange, bis wir fast die ganze Fläche damit füllen könnten. Also es kann ruhig ein bisschen Abstand sein dazwischen und so. Ich habe das, wie gesagt, vorhin schon mal vorbereitet. So, da muss irgendwo, da ist meins, genau. Hier kann man das nochmal erkennen. So sieht es bei mir aus. Gefüllt ist das mit der hellen und der dunklen Farbe von der Nuss. Also es sind zweimal, wenn ich kann es hier nochmal degruppieren, sieht man das. Es sind zwei. Und wobei das auf der einen Seite mit dem dunklen gefüllt ist und die anderen alle mit der hellen. Ich muss das jetzt natürlich ganz hochsetzen und dann setze ich das mal dahin, wo es hingehört ungefähr, und da ich es mir vorgezeichnet habe, stimmt es natürlich mal nicht in der Größe, aber das macht nichts, da wir ja skalieren können. So sollte das Ganze dann aussehen. Also man sieht hier im Hintergrund schon so leichte Punkte durchragen. Das sind so die Nüsse, die in der Schokolade sind. Dann fangen wir an, die Nüsse zu zeichnen. Und dafür zeichne ich mir hier einfach so unregelmäßig Objekte. Und das Objekt fülle ich als erstes mit dieser dunklen Farbe. Auch hier nehmen wir die Linienfarbe weg. Auch hier runden wir ganz einfach alle Knotenpunkte ab. Und dann fülle ich das Ganze mit einem linearen Farbverlauf. Na. Und zwar von hier diesem hellen Braun zum dunklen Braun. Himmel, Arsch und Hirn.
Auf die unregelmäßige Fläche zeichne ich mir dann auf die dunklen Stellen wieder unregelmäßige Flächen. Ich mal gleich mal mehrere. Na komm. Die fülle ich dann ganz einfach mit der helleren Farbe und auch hier nehmen wir die Farbe der Konturlinie weg und geben dem Ganzen eine Unschärfe. So in etwa. Das Ganze müssen wir dann nochmal machen, allerdings mit ganz kleineren Objekten. Und die füllen wir im Anschluss mit Weiß. Auch hier nehmen wir die Farbe der Konturlinie. Und dem Ganzen geben wir dann auch eine Unschärfe. Ich kopiere das jetzt gleich mal. Das geht schneller. Dann machen wir von der Grundform einfach noch eine Kopie, füllen die mit Schwarz, geben dem Ganzen eine Unschärfe vom Faktor 3 und setzen die Objektsichtbarkeit auf 50% zurück. Dann, je nachdem, wo auf dem Eis die Nuss später platziert werden soll, verschieben wir den Schatten und setzen ihn dann ganz einfach mit der Bildab-Taste nach unten. Kopieren das Ganze, dann können wir das Ganze kleiner skalieren. Ups. So was. Das sehen wir und so geht das dann los und dann zeichnen wir hier so die Nüsse im unregelmäßigen Abständen, in verschiedene Formen, auch mal eine bloß runde Nuss, je nachdem. Das ist reine Fleißarbeit. Wie gesagt, ich habe mir das hier schon mal vorgezeichnet. So sieht es bei mir aus. Ich versuche das mal, dass es jetzt hier gleich passt. Ups. So. Das passt diesmal nicht. Naja. Ich löse mal hier die Gruppierung auf. Und hier muss ich den Pfad zerlegen. Ja, also man kann das hier schon sehen. Ich habe auch Nüsse hier an den Rändern verteilt. So, jetzt passt es exakt. So sieht es bei mir nachher aus, wenn es fertig ist. Es hat sogar geklappt mit dem vorgezeichneten Nüssen. Was wir dann noch brauchen, ist unseren Stiel. Dafür male ich mir ein Rechteck. Auch dem runden wir einfach die Ecken ab. So in etwa. Setzen wir die Objektsichtbarkeit wieder hoch. Auch dem gehen wir, wie im Orangeneis schon gezeigt, die entsprechenden Farben und das ist einmal diese Farbe und auch das füllen wir mit einem radialen Farbverlauf. Und na, Himmel auch schon zu hören, das gibt's doch nicht. Sag mal. Tschüss, macht heute was will. Da, aber nö. So, hier verschiebe ich allerdings noch diesen Formverlauf ganz einfach nach oben. Beziehungsweise nach unten.
Und zieht ihn hier ein bisschen breiter. So. So, auch hier machen wir einfach noch ein Duplikat von. Füllen dem mit dem dunklen Braun. Versetzen das mit der Cursor-Taste 1, 2 Pixel nach rechts. Setzen es mit der Bildab-Taste im Stapel 1 nach unten. Dann machen wir wieder von dieser Form ein Duplikat. Schieben den etwas beiseite. Schieben das Duplikat beiseite. Wählen das Kalligrafie-Werkzeug und dann, wie im anderen Tutorial schon gezeigt, malen wir uns dann hier so die Holzmaserung. Das kennt man gar nicht. Schon wie im letzten Tutorial gesagt, bin ich ein fauler Mensch. Ich kopiere mir das lieber und verschiebe das dann ein bisschen links und rechts. So, und hier dann, nachdem wir beide übereinander gelegt haben, wieder natürlich Pfadüberschneidung. Dann bleibt die entsprechende Holzmaserung zurück. Auch die setzen wir an die entsprechende Stelle, da wo sie hingehört. Geben der die richtige Farbe, das ist diese hier. Können dann unser Holzstäbchen gruppieren. Setzen es mit der Bildab-Taste ganz nach unten. Auch hier kommt noch das Finishing mit den entsprechenden Highlights dazu. Dazu machen wir uns hier ganz einfach eine solche Figur. Die filmen wir ganz einfach mit Weiß. Löschen hier auch die Konturfarbe und geben dem, das war gleich zu viel, geben dem Ganzen ganz einfach eine entsprechende Unschärfe und nehmen dann die Objektsichtbarkeit etwas zurück. Das Ganze machen wir auf der Gegenseite natürlich nochmal. Allerdings sieht da die Form etwas anders aus. Und die färbe ich ganz einfach mit Schwarz. Auch hier nehme ich die Konturlinie, gebe eine entsprechende Unschärfe und auch hier setzen wir einfach die Objektsichtbarkeit zurück. Damit hätten wir hier die wesentlichen Highlights gesetzt. Was ich dann noch mache, ist von diesem, ups, jetzt habe ich alles kopiert, naja, das macht ja nichts. Schieben wir beiseite. Halt, das war's verkehrt. Und dann lösche ich hier alles einfach mal. Himmel, Arsch und Zwirn. Gott verdammt mich. Dann male ich mir hier einfach ein weiteres Rechteck. Hier mache ich mal die Ecken wieder gerade. Oh,
Und jetzt machen wir die Ecken hier ein bisschen rund. Das wird zu viel. So, dann selektieren wir hier die zuerst gezeichnete Form und mit Steuerung Stanchen oder Pfadüberschneidung lassen wir das stehen, was sich überschneidet. Setzen das einfach erstmal hier rüber. Dann machen wir das weiß, dann sehen wir es schön. Dann können wir das mit Cursor-Tasten an die entsprechenden Stellen setzen und dann gehen wir auf Pfad dynamischer Versatz. Und versetzen das dementsprechend hier. So. Dem Ganzen geben wir jetzt eine große Unschärfe und nehmen hier die Objektsichtbarkeit zurück. Das reichen auch 30%. So. Damit hätten wir. Oh nee, es gehen ruhig noch weniger. Damit hätten wir unser Eis ganz fertig gezeichnet. Ich skaliere das jetzt einfach noch kleiner. Drehe das hier so ein bisschen und dann male ich da ganz einfach noch einen Schatten dazu. Dafür male ich mir ein ganz schmales Oval. Dass ich mir hier an die entsprechende Stelle setze. Hier können wir ruhig die. Das ist zu viel. So. Setze das mit der Bild-Abtaste entsprechend im ebenen Stapel herunter. Rückt das an die richtige Stelle und schon wäre unser Eis eigentlich gezeichnet. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Screencast.